Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute hier begrüßen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute geht es hier um Platzierprojekte oder Objekte eher gesagt. Ja, also um die Bierproduktion heute. Wir haben hier eine Bierbrauerei, die kostet hier 80.000 Euro und wir benötigen hierfür Wasser, Weizen, Gerste, Erdbeeren und Honig. Da kriegen wir Weizenbier, Gerstebier, Honigbier und Erdbeerbier raus. Da haben wir das Objekt schon mal hier stehen. Dann gibt es hier dazu noch eine Verkaufsstation. Die kostet uns 20.000 Euro in Anschaffung. Da können wir Weizenbier, Erdbeerbier, Honigbier, Gerstebier, Trauben, Zucker und irgendeinen Kuchen können wir auch verkaufen. Wie wir sehen. Ja, da haben wir ein paar Sachen, was wir hier machen können. Finde ich ja coole Sache, das Ganze. Schauen wir uns das Ganze hier mal genauer an. Ja, da haben wir jetzt hier, was mir aufgefallen ist, hier Palette, steht Weizenbier drauf. Und wir haben da ein Volumen von 216 Liter und Gewicht 276 Kilo. Und das gleiche haben wir jetzt da hier mit dem Gerste. Das steht jetzt hier auf der Seite drauf. Ist halt alles auf Englisch, aber wir sehen es ja hier. Finde ich eine coole Sache. Produktion, ja. Kann man jetzt auch gleich mal hier reinschauen. Da haben wir es jetzt hier. Schon mal da. Können wir es mal hier aufmachen. Da habe ich jetzt die zwei aktiv immer sehen. Da kann ich jetzt dann nachschauen. Ja. 12 Monate ist der Zyklus. Und wir haben jetzt hier drin Weizen. Ist Volumen an die 40.000 Liter. Wasser habe ich jetzt zwei Hängerfuhren reingefahren. Da haben wir schon ein bisschen Wasser pulvert. Und hier unten genauso haben wir jetzt Gerste und das drin. Da sehe ich jetzt hier, die anderen habe ich jetzt nicht aktiv. Und wir können jetzt noch hierher schauen. 60 Euro kostet uns hier die Produktion im Monat hier an Weizenbier und Gästebier auch. Ja, da sieht man dann auch jetzt hier, was wir teilen, wie viel wir benötigen, wie viel wir rauskriegen. Da sollte man sich das überlegen, was man natürlich hier machen möchte. Hier haben wir unsere Abladestelle. Und schade finde ich, da hätte man jetzt daher tun können. Unten drunter Beispiel so ein Bild, so eine Füllplane. Irgendwie was anderes, als wie man jetzt hier das Gitter sieht. Das wäre noch eine Alternative, das zu machen natürlich. Dann hier unsere Abladestelle für Wasser. Ja, normalerweise gehe ich mal davon aus, jede Brauerei hat hier sein eine eigene Quelle, so weiß ich das ja eigentlich, die das holen. Das Gebäude ist ja normal bekannt hier natürlich aus dem LS. Da sehen wir jetzt hier, also für die Flaschen, ja vielleicht kommt es ja noch, dass irgendwie eine Glasbläserei hier hinzugefügt wird, dass wir hier Sand abbauen müssen und also Quarzsand und diverse Sachen, dass wir das hier in eine Firma bringen, die was dann Flaschen produzieren, dass du jetzt dann hier Flaschen ja noch zuliefern muss natürlich. Oder kannst, dass er halt so kauft inzwischen. Also wenn es zulieferst natürlich, dass du noch natürlich mehr Gewinn machst. Ja, hier kommen wir zu unseren Diner oder Bierlokalitäten. Das sieht jetzt hier so aus. Ich bin da mal gespannt, also wo jetzt der Verkauf ist. Ja, der ist ja hinter der Bude. Vorne, ja, wäre cool, wenn man reingehen könnte und dann hier was sehen könnten vielleicht. Wir schauen uns jetzt mal den Verkauf an. Wir kriegen mal hier 890, also hier für unser Bier natürlich raus. Das ist jetzt das Weizen, soweit ich weiß. So, ja, 885 sind es jetzt gewesen, das variiert ein bisschen ab und zu. So, dann nehmen wir uns hier gleich das nächste. Das dauert jetzt wieder eine Zeit lang, bis die Paletten sich wieder aufbauen, weil der Zyklus halt sehr kurz gehalten worden ist. So.
So, das sind es 821 jetzt gewesen. Dann haben wir jetzt hier an dieser Stelle, schauen wir uns aber erst noch die Lok an. Also die Lok hier ist hier fehlerfrei. Bin mal gespannt, was passiert. Da funktioniert jetzt schon mal her. Ich habe jetzt auch schon einen Mod gesehen. Da hatte ich dann hier... Ja, das Spiel war eingefroren. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier dieses Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.